liegst da so auf dem Boden. Hallo. Ey. Okay. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Einfach mal so ein bisschen gucken, wa? Ja. Nachdem wir neulich immer Missionen oder was weiß ich gemacht haben. Schauen wir mal, ob wir bei einer Anzahl von, wie viele Spieler sind wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Na, das ist ja noch... Ah, ich habe gerade gesehen, da ist einer von den Herrschaften online, der mich vermutlich, eventuell auch gleich antickern wird. Egal. Wir nehmen ja nicht auf. Okay. Vielleicht sollte ich dann nicht so in deiner direkten Nähe. Ach so, ja, nein. So schlimm ist es nur auch wieder nicht. Wir können da vorne mal ganz kurz bei den Häusern um Wasser. Ach nee, die Häuser waren ja links. Kupech ist ja auch Wasser. Wasser? Ich brauchst du was zu trinken? Ja, ich habe nur eine Wasserflasche jetzt mit, aber ist okay. Ach so, okay. Naja, da finden wir bestimmt was. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, die Zombies waren neulich irgendwie total leise. Aha. Da siehst du ja, werde ich mal kurz gucken, wie mein In-Sound ist. Moment. Audio, nee, der ist okay. Oh, hier steht ein... steht er hier immer? Was? Also ich meine, hier steht zwar immer die Wanne, die Rennwanne. Nee, der steht nicht immer hier. Eigentlich steht, naja, eigentlich steht die immer hier. Um ja, die Wanne ja, aber nicht der Wagen. Ich meine, ja, der steht nicht immer hier, ne? Nee. Ist der geschrottet worden, oder? Der hat ein Schusslöcher hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob das Ausrüstung. Ich denke mal, der ist entweder hier irgendwie gegen die geschrottet worden, oder? Also drin ist nichts, habe ich schon geguckt. Ja. Aber irgendwie die FPS sind heute auch wieder nicht so berühmt hier, hat den Eindruck. Oder? Wie ist es bei dir? Bei mir ist flüssig. Ja? Ja. Dann liegt es womöglich an der Aufnahme. Andere Programme ausprobieren. Ich hab dir ja da mal was geschickt, ne? Ja, genau. Oh, da kommen sie auch schon alle. Spawnen alle im gleichen Haus. Oha. Echt? Ja. Und Zombies? Ja. Shit, hätte ich vielleicht doch eine... Wie? Hat mich gesehen oder was? Ah, ja, einer hat mich gesehen. Schon gedacht, der grinst vor Freude. Eine Zombie sieht aus, von mir aus gesehen, wenn ich nach hinten gucke, der hintere, ja, als ob der so ein Shirt anhat von TNG. So ein Captain's Dingens. Captain's Uniform? Ja. Aber das war nur okay. Das nicht. Wo bist denn du jetzt? Ach, du bist ja auch da. Alles klar. Na, wie gut, dass keiner weiß, wo wir jetzt sind. Genau. Aber mein Gott, was soll's. Ansonsten habe ich hier noch keine Schüsse gehört. Na, Kubek ist ja auch eigentlich nicht interessant. Ah, was zu trinken, siehst du. Siehst du, hat sich das Problem auch schon wieder erledigt. Ja. Das nehme ich mal mit. Verbandszeug ist auch immer gut. Was haben wir hier für eines? Heatpacks habe ich noch nie wirklich gebraucht. In der Malsk habe ich die mal gebraucht. Ja. Ja, und hier, wenn du wohl auf der fliegenden Festung sitzt, dann sind die Dinger wohl auch... Ja, so weit bin ich noch nie gekommen. Nützlich. Macke auf Magazin. Noch nehmen wir mal auch mit, da ich ja eh gerade eine Macke auf bei habe. Auch die könnte ich eigentlich aber auch mal benutzen, ja? Zum
Zombies abknallen reicht das auf jeden Fall. Ja. Aber die sind da jetzt alle. Die kommen gar nicht. Hallo. Da hinten, da kommen sie. Oh, die haben aber ein gutes Auge. Da, na, jetzt läuft er hier zickzack. Hallo? Also ich habe leider das Gefühl, dass das, wenn ich aufnehme, noch schlimmer geworden ist mit den Rucklern hier. Aha. Ja, jetzt kommen sie alle von da hinten. Bist du noch draußen? Ja. Nicht mehr. Oder liegt es daran, dass ich an den Grafikeinstellungen rumgespielt habe vorhin? Das kann auch ein bisschen. War das eben ein Ivan da hinten? Ich habe vorhin was Oranges gesehen, ja, es kann sein. Aber die lohnen ja wohl nicht wirklich, oder? Inzwischen schon, doch. Ah ja, okay. Nehmt vielleicht doch lieber die andere. Ja, schön, dass die so schnell immer weg sind, das hasse ich auch, ey. Die spawnt? Ja, ja. Wir können natürlich auch einfach mal weiter reingehen. Wir müssen ja nicht immer in der Kirche rumhängen. Ja. Ja, schon draußen. Also entweder kann ich nicht zielen oder die laufen wirklich immer so zickzack. Jetzt kommen wirklich ein paar. Na, dann vielleicht doch lieber in die Kirche, oder? Ja. Na, da höre ich aber ein. Zwei. Nee, noch mehr, wa? Ach, dieses dämliche R-Drücken, ey. Mir abgewöhnen. Wieso? Ich bei Left 4 Dead immer irgendwie R drücke, wenn kurz mal Pause ist. Damit ich immer nachlade. Ach so, okay. Und hier ist es ja nicht notwendig. Nee, eigentlich nicht. Kugellager killt bei Mission Guard, okay. Da ist jemand an Mission machen. Ja. Ich glaube, die werden dich, die hier ist. Oder wie hieß das? Bitte was? Wie hieß das hier im Moment in. Military Doch, Base oder die in, mit dem Helikopter Crash. Okay. No. Kill the soldiers near the crash. Und es wird einem auch so gar nicht mehr auf Anhieb angezeigt, was sie mit sich tragen oder dass sie überhaupt was mit sich tragen. Also wie gesagt, es wurde viel geändert. Es gibt jetzt auch hier unendlich viele Missionen.
Also viel mehr als früher. Hm. Ich weiß noch, wo ich da damals war, das neu mit den Missionen und vor meiner Hütte da. Ja. Und seitdem habe ich ja noch eine Rechnung offen. Ich warte ja eigentlich, bis die endlich mal wieder ist, die Mission. Weil jetzt sind da, glaube ich, nur 4 Figuren. Glaube ich. Und dann will ich die mal irgendwann mal... Aber ich meine, Kopech ist so, wenn man ein bisschen Zeug sammeln will, eigentlich nicht schlecht. Ja, man findet ja auch immer, was da hier keiner hingeht. Ja. Genau. Was haben wir denn hier jetzt? Okay, Magnesiumfackeln. Na, Wahnsinn. Wow, hier ist einer im Boden geglitscht. Ja, ich hören. Obwohl, nee, gar nicht mal. Erledigt. Ja, wie gesagt, ein Auto wollte ich mir eigentlich schon wieder mal zusammenbauen, aber das mit. Das, also wenn die wirklich so schnell despawnen, wie das mir gesagt wurde, finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen ätzend, weil. Ich bin ja schon froh, dass hier die Häuser nicht schon nach einer Woche weg sind, sondern 14 Tage wohl. Ja. Aber ein Haus nach 3 Tagen, ein Auto nach 3 Tagen, finde ich dann schon ein bisschen... Hm. Macht keinen Spaß, ja. Ist natürlich bei einer Level 3 Hütte kein Problem, weil da kannst du direkt von deinem Haus in die Garage gehen, wo das Auto steht. Mhm. Musst also nicht vor die Tür gehen. Kannst dann kurz einfach was machen an deinem Auto und dann wieder dich ausloggen. Natürlich dann so schon praktisch. Wo bist denn du jetzt? Ich bin weiter nach hinten gegangen. Warte mal. Richtung Osten. Zu den Häusern. Oh, ich habe einen M1911 gefunden. Das ist natürlich cool. Weil da ja, hier habe ich auch mehr. Einige Muni dafür an den Häusern hier hinten. Also die nehme ich dir gerne ab. Und auf Dauer hier mit einer Makarov rumeiern. Oh, eine Wasserflasche. 2 sogar. So. Nach Osten, sagst du, bist du gegangen. Ja, noch im also, natürlich in den Häusern. Ja, ja, klar. Da in die Nähe vom Eckhaus nehme ich mal an. Nee, noch nicht ganz. Ich wollte mich da nach vorne arbeiten. Bin aber schon, sehe schon den Marktplatz. Welcher hat mich da gerade gesehen? Keiner. Oh, da hinten ist neblig. Da zieht Nebel auf. Siehst du das? Ich bin gerade in einem Haus. Was liegt denn hier schön? Achso, nur eine Armbrust. Aha, Fahrrad steht auch noch hier, also relativ unberührt die Ecke hier. Aha. Ich gehe jetzt hier mal in den Shop rein. Also hier, falls du Map oder irgendwas brauchst oder Essen, Trinken. Nee, habe ich erstmal Map. Und was auch? Oder Medikamente. Oder ein Messer. Habe ich auch. Sardine. Oh. Also viel Medikamente braucht man hier eigentlich gar nicht, wa? Nö, aber ich habe ja in meiner Garage noch ein bisschen Platz.
Platz. Ich habe immer eine Packung bei und irgendwie habe ich die noch nie benutzt. Ey, die ist wahrscheinlich schon abgelaufen.